Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Es ist 7 Uhr. Während die meisten anderen noch schlafen, ist Laura schon seit 2 Stunden auf den Beinen. Das Melken ist für sie die entspannendste Zeit des Tages. Hier habe ich meine Ruhe und da kann ich mit den Tieren eins werden. Seit 3 Jahren beginnt für die 25-Jährige der Tag im Stall und das 7 Tage die Woche. Ihre Familie hatte schon immer Tiere auf dem Hof in Dörferden. Da lag die Entscheidung nahe, Ziegen zum Job zu machen. Und mit den frechen Vierbeinern verbindet Laura etwas ganz Besonderes. Ich bin vom Sternzeichen der Steinbock, mit dem Kopf durch die Wand, aber liebenswert. Und das ist bei den Ziegen nicht anders. Und deshalb ergänzt man sich vielleicht einfach. Vor 3 Jahren gründete sie mit 5 Ziegen ihren eigenen Hof, melkt, pflegt und züchtet die Thüringer Waldziegen. Mittlerweile sind es 18 Milchziegen und mehr als 30 Lämmer und gehören voll zur Familie. Gut, ich nehme sie jetzt nicht unbedingt mit ins Bett, aber wenn es denen schlecht geht, geht es mir auch schlecht. Wenn die irgendwas haben, dann tue ich alles dafür, dass es denen besser geht. 2-mal am Tag wird gemolken. Bei 3 Litern Milch pro Ziege macht das 42 Liter am Tag. Und die werden jetzt in der hauseigenen Käserei bei 63 Grad 1 bis 3 Stunden erwärmt. Zeit für Laura, die Lämmer zu füttern. Zum Schmusen mit den Kleinen kommt die 25-Jährige kaum. Ihr Arbeitstag ist lang. Vor allem jetzt im Frühling, wenn wieder Babyalarm ist. Bei den Geburten ist Laura immer dabei. Wenn die dann das erste Mal stehen, wenn sie dann das erste Mal von alleine trinken, ohne dass ich sie sogar ransetzen muss oder sowas. Und wenn man sie sieht, wie sie wachsen und gedeihen, ist das wirklich, für mich, das sind für mich irgendwie, ich habe selber keine Kinder, aber das sind für mich irgendwie meine Kinder. 2 Stunden später ist der Käse fest geworden und kann geschnitten werden. Und zwar immer wieder, mindestens 1 Stunde lang. 30 Kilogramm Käse stellt die 25-Jährige in der Woche her. Volles Programm also und das muss gut organisiert werden. Ich sehe immer zu, dass ich den Käse und das Schneiden und Schöpfen halt so lege, dass ich halt schon mit meiner Mama und meiner Oma zusammen Mittagessen kann. Denn Familie ist für Laura das Wichtigste. Ihr Vater starb vergangenes Jahr. Seitdem erinnert ein Tattoo an ihn. Die Geschichte, ja, Geschichte ist generell Steinbock, weil ich vom Sternzeichen der Steinbock bin und mein Papa vom Sternzeichen der Steinbock war. Und dann halt zusätzlich die Selbstständigkeit noch. Und für mich ist es halt, dass jeder Steinbock, sind ja nicht die einzigen, ist für mich einfach eine Verbindung zu meinem Papa und den brauche ich hier. Die gelernte Tierarzthelferin hat sich das Käsemachen übrigens selbst beigebracht. Bis der Käse im hofeigenen Laden verkauft werden kann, dauert es insgesamt 3 Tage. Jetzt kommt er aber erstmal in den Kühlraum. Kurze Verschnaufpause beim Mittagessen. Laura lebt mit ihrem Mann, Mutter und Oma zusammen auf einem Hof. Und die Familie unterstützt die 25-Jährige, wo sie nur kann. Ich finde das gut. Ich stehe da auch zu. Und ja, wenn mal alles nicht ganz so schön läuft, wie es soll, rund läuft, dann spricht man ihr auch mal wieder Mut zu. Man leidet auch mit, wenn irgendwas mit den Tieren ist. So wie im Januar 2012. Der Schmallenberg-Virus taucht auf und trifft auch Lauras Hof. 15 missgebildete Lämmer kommen infolge des Virus zur Welt. Ja, wirklich so ein bisschen Panikgefühle waren das zu dem Zeitpunkt. Jetzt ist aber trotzdem die Angst noch nicht vorbei, weil man immer noch auf 5 wartet. Und trotzdem bei jeder Mutter, die anfängt zu lammen, schon irgendwie mit gemischten Gefühlen. Einerseits freut man sich, dass es losgeht und andererseits weiß man einfach nicht, was drin ist. Aber auch von Rückschlägen wie diesen lässt sich Laura nicht unterkriegen. Sie hat ein festes Ziel vor Augen, irgendwann von ihren Ziegen leben zu können. Und deshalb ist es für sie auch kein Problem, dass ihr Arbeitstag erst endet, wenn viele andere schon schlafen. Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe.